Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Sorry für die späte Übermittlung dieses Videos, aber ich war gestern und heute unterwegs und ich muss trotzdem reagieren. Natürlich auf die Meldung von Grayscale, aber bevor ich das tue, eines vorneweg, ich mache keine Finanz- und Anlageberatung. Ich zeige euch nur auf, was ich sehe, und zwar Distributed Ledger Technology, DeFi, sprich Decentralized Finance und Multichain. Aber jetzt rein in die Themen. Was war denn heute los? XRP hat natürlich einen schönen Pump hingelegt, wurde wieder teilweise abverkauft. Da kommen wir dann auch später nochmal zu diesem Thema. Bleibt also dran, schaut das Video bis zum Ende durch. Wenn euch das gefällt, was ich tue, lasst ein Abo da, kommentiert, liked, teilt. Rein in die Themen. Grayscale. Wir sind stolz darauf, die Gründung eines neuen Single-Asset-Krypto-Investment-Fonds von Grayscale anzukündigen beziehungsweise bekannt zu geben, den XRP Trust, der im Rahmen einer Privatplatzierung erhältlich sein wird. Verfügbar für berechtigte, akkreditierte Anleger, sprich reiche Leute. Die schreiben dann noch weiter. Der Grayscale XRP Trust ermöglicht es Anlegern, sich in XRP, den Token, der den XRP Ledger antreibt, zu investieren. Ein verteiltes Peer-to-Peer-Netzwerk, das geschaffen wurde, um grenzüberschreitende Finanztransaktionen zu erleichtern. Erfahren Sie mehr, etc., etc. Nun, Ado Farina hat dann auch reagiert, denn Grayscale verkaufte seine XRP im Januar 2020 nach den Vorwürfen der SEC gegen Ripple. Dies sollte eine Lektion darüber sein, wie die SEC arbeitet und XRP-Inhaber geschädigt hat. XRP hätte gar nicht erst entfernt werden dürfen. Nun, 4 Jahre dieses Falls haben wir dann nach 3,5 Jahren gesehen, dass Richterin Torres eben geurteilt hat, na, XRP is in and itself not a security. Ich weise da immer wieder gerne darauf hin. Nun, eine weitere Reaktion auf diese Meldung, die ich euch bereits gezeigt habe, kam vom CEO Brad Garlinghouse von Ripple, der sein eigenes GIF gepostet hat. Es ist sensationell. Also sehen wir ja auch, wir wissen nicht, wusste er es nicht. Also wenn ich das richtig interpretiere, dann war er wohl recht überrascht. Aber seit die Spot-ETFs erlaubt wurden, sowohl von Ethereum als auch von Bitcoin. Ethereum, nicht so prall, Bitcoin recht gut, wobei die ja nicht wirklich den Preis beeinflussen, obwohl der Zuwachs immer größer wird. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. War eigentlich klar, dass nach den Ankündigungen eines Solana-Trusts oder Spot-ETFs, der dann wieder zurückgezogen wurde, jetzt dann eben auch irgendwann einmal XRP aufschlägt. Das ist, glaube ich, klar. Und da hat CoinDesk einen Artikel veröffentlicht. XRP steigt um 8%, da Grayscale XRP Trust in den USA einführt. Der geschlossene Fonds wird Anlegern ein Engagement in XRP-Token bieten. Der geschlossene Fonds bietet akkreditierten Anlegern, die ein Vermögen haben von 1 Million Dollar, glaube ich, und 200.000 Dollar Jahreseinkommen, ein direktes Engagement in XRP. Grayscale hatte zuvor einen XRP Trust angeboten, diesen aber im Jahr 2021 aufgelöst, nachdem die SEC im Dezember 2020 eine Klage gegen Ripple Labs eingereicht hatte, in der behauptet wurde, dass der XRP Token ein Wertpapier nach den Bundeswertpapiergesetzen ist. Ripple ist seitdem in einem viel beachteten Gerichtsverfahren gegen die SEC als Sieger hervorgegangen und hat damit den regulatorischen Gegenwind für den eng verwandten XRP-Token beseitigt. Wir glauben, dass Grayscale XRP-Trust-Anlegern Zugang zu einem Protokoll mit einem wichtigen, realen Anwendungsfall bietet. Nun, Cross-Border Payments, ODL, Tokenisierung, reale Anwendungsfälle, die alle noch live gehen werden, da bin ich zu 100% überzeugt. Und das sind die Dinge, die ich sehen möchte. Natürlich hat dieser
Trust im ersten Schritt natürlich die Möglichkeit wesentlich vergrößert, dass es dann zu einem XRP Spot ETF kommen kann. Nun, diese Nachricht hat mich heute nicht wirklich aus den Socken kaut. Ja, also die 8% wurden wieder abverkauft ein Stück weit. Okay, es ist ein ganz normaler Markt und es ist ganz normal. Aber was mich dann mehr triggert, das sind dann zum Beispiel solche Nachrichten von Wrath of Cannerman. Ripple Partner bzw. Ripple Nutzer Flutterwave startet seine Überweisungs-App Send in Malawi. Sie haben es kürzlich umbenannt von Send to mit Dollarzeichen and, also auch Send. Klasse. Nun, er geht da auf diesen Artikel ein und die Einführung, da geht es darum, dass eben bietet allen Kundensegmenten im Land die Möglichkeit, Geld sowohl über eine mobile App als auch über Webgeräte zu erhalten. Kunden profitieren von günstigen Wechselkursen. 24/7, 365 fehlt mir hier, in App-Unterstützung und einen engagierten Support-Team. Da aufbauend auf der kürzlich von der Reserve Bank of Malawi erworbenen IMTO-Lizenz des Unternehmens macht es diese erweiterte Kapazität für Einwohner Malawis und Diaspora-Gemeinschaften in Großbritannien, den USA und Europa bequemer, über die Send-App Geld an eine der Banken des Landes zu senden. Ich spreche immer wieder darüber, dass Milliarden von Menschen keinen Zugang zum traditionellen Geldwesen haben. Hier sehen wir nun die nächsten Schritte, die nötig sind und die kommen werden, um eben über mobile Geräte oder über den PC Gelder zu überweisen. Nun hier aus Kanada, aus Amerika, aus Großbritannien, aus Europa über eine App hin zu irgendeiner Bank in Malawi, damit die Leute sich das dann eben auszahlen lassen können, sollten sie dort kein Konto haben. Wrath of Cannerman hat dann noch einen Tweet veröffentlicht. Es gibt nicht viel zu sagen, aber beim Relaunch, also von Send to Dollarzeichen End, stellten sie fest, dass die neue App schneller ist. Der Service umfasst jetzt auch Überweisungen nach Ägypten. Ursprünglich nur ein RippleNet-Nutzer. Kommt natürlich die Frage, wäre es jetzt Ripple Payments, sprich ODL? Und hier auch den Link direkt zu Flutterwave auf die Homepage. Hier wird auch nochmal hingewiesen, dass die App jetzt besser ist, mehr genutzt werden kann und einfach schneller, sicherer und mit dem Kundensupport natürlich noch weitaus besser ist als vorher. Solche Dinge, wenn ich lese, bin ich mehr als zuversichtlich, dass XRP Ledger weltweit hier Zahlungskorridore bedienen wird und die Menschen damit einfach riesen Vorteile haben. Ich war letzte Woche bei uns in einem Tabakladen. Die machen auch Cross-Border-Überweisungen über die Postbank. Da habe ich einen Afrikaner gefragt, der eben eine Überweisung getätigt hat. Was kostet das? Dann hat er gesagt, zeigt er mir ganz locker, easy, easy, total sympathisch seine Quittung. Er hat 169 Euro überwiesen und musste 9 Euro Gebühr bezahlen. 9 Euro Gebühr für 169 Euro Volumen oder Summe. Das sind 5%, Freunde. Und es ist genau der Punkt, warum DLT so wichtig ist für diese Menschen, wenn sie ihre Familie in der Heimat unterstützen, dass die halt einmal ein bisschen mehr kriegen und diese Intermediäre, diese Vermittler halt einfach Geld verlieren werden. Nun, wir stehen vor einer Rezession, da bin ich überzeugt, in Amerika, und da werden noch ganz andere Banken mehr Probleme bekommen, als uns jetzt eigentlich bewusst ist. Aber kommen wir mal von Flutterwave-Partnerschaft zu unbekannten Partnerschaften im größeren Bereich. Und hier ein Artikel, ein Reminder von Emily, Crypto Barbie. Ich denke, die SEC wird keine Berufung einlegen. Grayscale würde nie den ersten offiziellen XRP-Trust bauen, wenn es nicht vorbei wäre. Sie wissen es, hinter verschlossenen Türen. Warten Sie, bis bald alle Partnerschaften bekannt gegeben werden, die ohne Wissen von irgendjemandem geschlossen wurden.
Erinnern Sie sich daran, was Brad Garlinghouse sagte. Zitat: Ripple hat sich mit mehreren Zentralbanken auf der ganzen Welt zusammengetan. Einige haben wir angekündigt, andere haben wir noch nicht angekündigt. Und schreibt dazu, 2024 wird groß. Jetzt sind wir Mitte September. Schauen wir mal, wie groß das noch wird. Warten wir auf Jerome Powell. Auf eine Zinssenkung, die wohl kommen wird im Bereich von 25 Basispunkten. Und jetzt wird es interessant. Wenn wir sehen, dass solche News solche Kursbewegungen veranstalten, im Vorfeld dieser Zinssenkungen. Ich bin Hodler. Ich bin kein Trader. Ich sitze das aus, egal was kommt. Aber ich befürchte, dass wir vor der Zinssenkung hier richtige Pumps nach oben sehen werden, noch vor der Zinssenkung, nur um dann die Pressekonferenz abzuwarten. Ich gehe noch von mindestens einer weiteren Zinssenkung aus, die Powell ankündigen wird für dieses Jahr. Wir werden sehen, ob es Oktober oder November ist. Ich gehe eher vom Oktober aus, noch vor der Wahl, um dann zu sehen, wie viele reingehen, viele Long-Positionen eröffnen, um dann von den großen Wahlen rausgewaschen zu werden. Also ich bin Hodler, wie gesagt, wenn das passiert, lässt mich kalt. Ich bitte euch nur, seid vorsichtig und haut einen Stop-Loss rein. Solltet ihr dann auch auf die Idee kommen. Warum ich persönlich jetzt im Gegensatz zu Emily nicht der Meinung bin, dass die SEC keine Berufung einlegt. Da gehe ich morgen im Video nochmal näher darauf ein, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber eToro zahlt hier 1,5 Millionen Dollar und stellt hier den Betrieb in Amerika ein, außer Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum. Die SEC macht munter so weiter, während die natürlich auch eine Wells Notice an Robin Hood geschickt haben. Wir haben da immer noch keine Klageschrift gesehen. Es ist einfach mal Angst verbreiten. Aber Gary Gensler morgen im Video, der Kampf gegen Krypto. Nun, Eleanor Terrett hat jetzt heute nochmal einen weiteren Reminder reingehauen, was denn im September, vor dem 7. Oktober wohlgemerkt, jetzt noch stattfinden wird im Repräsentantenhaus. Neu, der September ist ein wichtiger Monat für die Anhörung auf dem Capitol Hill. Der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses, also das Financial Committee, hat gerade eine für nächsten Mittwoch um 10 Uhr Eastern Time mit dem Titel Dazed and Confused Breaking Down the SEC Political Approach to Digital Assets angekündigt, um das zu übersetzen. Dazed and Confused heißt, glaube ich, angeschlagen oder benommen und völlig verwirrend. Die wollen also mal gucken, wie ist denn hier der Ansatz eigentlich? Was ist das für ein Ansatz? Weil wir haben keinen Ansatz. Da gehe ich morgen auch nochmal näher darauf ein. Ich bitte euch dann morgen ein Auge drauf zu werfen. Setzt die Glocke, dann verpasst ihr das nicht. Gehen wir weiter. Zeugen wurden noch nicht bekannt gegeben. Gary Gensler soll auch Ende des Monats, Ende September, auf dem Hill erscheinen. Obwohl mir ein offizielles Datum mitgeteilt wurde und ob sie andere SEC-Kommissare auch einladen werden, neben ihm auszusagen, noch nicht endgültig festgelegt. Und sollte die SEC unter Gary Gensler eine Berufung einlegen im Fall gegen Ripple, kann er natürlich ganz easy peasy sagen vor dem Kongress, ich kann mich zu laufenden Gerichtsfällen nicht äußern. Und Ende September endet natürlich auch das Geschäftsjahr der SEC und diese 1,5 Millionen von eToro passt dem jetzt natürlich gut rein, weil dann hat er noch mehr Summe, die er dann eben vorführen kann, wie erfolgreich er ist. Aber regulatorische Klarheit haben wir immer noch nicht. Wie gesagt, morgen mehr dazu. Das, was von mir für heute Grayscale ist, eine Bombennachricht, nicht falsch verstehen. Ja? Aber der Markt ist normal. Er ist noch jung. Ich bin total entspannt. Über 3 Jahre bin ich investiert, was ich hier schon alles gesehen habe. Ich warte ab, was die Gesetzgebung bringt. Ob es eine Berufung gibt oder nicht, wie gesagt, ich bleibe dabei. Sie werden berufen bis zum 7. Oktober, sogar noch vor dieser Anhörung Ende September auf dem Hill.
Das war's von mir. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit und bleibt gesund. Sorry, dass ich heute so spät dran bin. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Nacht und bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, governments had a report digitizing payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at Swift? Former Swift board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former Chief Business Officer at Uber? Former VP of Amazon and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's High-Level Advisory Board on Fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payment Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WEF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.